3, 2, 1. Drei, zwei, eins. Hallo und damit herzlich willkommen in der Fußball-Bundesliga zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Herzlich willkommen im Borussenpark. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und damit sage ich herzlich willkommen zur Demo von Let's Play FIFA 16. Schön, dass ihr da seid hier im Borussenpark. Und ihr seht es schon, Bundesliga-Atmosphäre pur. Ja, eigentlich wollte ich ja mit den Frauenmannschaften spielen, aber das ist leider nicht geglückt. Hier sehen wir zwei Bundesligaspieler im Fokus, Patrick Herrmann und Marco Reus. Darüber sprechen die Kommentatoren, die habe ich aber extra für diese Demo aber ausgeschaltet, dass ihr nur meine wundervolle Stimme hört. Hier seht ihr einige Gesichter der Spieler. Ja, eigentlich war ja die Rede, dass in der Demo die beiden Frauenteams USA und Deutschland dabei sind. Aber wie ich mitbekommen habe, sind die tatsächlich doch nicht verfügbar. Was mich doch ziemlich gewundert hat, weil doch eigentlich versprochen wurde, dass die hier in der Demo dabei sein sind. Ich spiele die PlayStation 4 Variante der Demo. Ich werde das auch Let's Playen FIFA 16. Was ich da aber Let's Playen werde, das werde ich aber noch nicht verraten. Ihr könnt ja mal ein bisschen raten. Alle Infos dann erst in Part 0 in einigen Wochen. Ja, eigentlich wollte ich die Folge am Samstag hochhauen. Ich weiß gar nicht, wann ich die Folge hochhaue. Aber ihr seht es schon, Bundesliga-Atmosphäre, absolut geil. Die Overlay-Grafiken der Fußball-Bundesliga. Ihr seht es allein hier links, rechts, Entschuldigung, da das Bundesliga-Zeichen wie im Real Life. Atmosphäre pur. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Und ich habe 4 Minuten ist Standard und Profi eingestellt. Ja, hier sieht man schon was, und zwar Trainerstatistiken. Also für die Leute, die absolute Noobs in dem Spiel sind, die kann ich sagen, ja, hier könnt ihr euch was anzeigen lassen, wie das Spiel funktioniert. Also falls ihr noch nie FIFA gespielt habt, dann könnt ihr tatsächlich hier das einblenden lassen und ihr wisst dann sofort, was euer Level jetzt im Spiel ist. Also da wird dann zum Beispiel angezeigt, ja, passen ist jetzt X und allen so einen möglichen Käse. Ja, das ist meine Mannschaft. Ich habe sie ein bisschen verändert. Im Tor habe ich Roman Bürki. Die richtigen Originalmannschaften sind es nicht. Das sieht man zum Beispiel bei Blaschikowski hier. Zum Beispiel auch ein Spieler wie diesen Janus habe ich zum Beispiel auch nicht. Aber ihr seht es allein schon bei den Overlay-Grafiken. Und das seht ihr gleich oben noch besser eingeblendet. Jetzt seht ihr es da oben. Da oben links, da seht ihr es wie im Real Life. Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund nicht in irgendwelchen Kurzformen, wie es übrigens bei der Basketball Premier League der Fall sein wird. Das habe ich auch schon gespielt, weil Manchester City gegen den FC Chelsea, da sind die Abkürzungen drin. Hier haben wir die originalen, richtigen, voll ausgeschriebenen Namen. Keine BVB oder BMG, whatever. Nein, Borussia München, MG, wie im Real Life und Dortmund. Alles wie im Real Life. Ist das nicht geil, Leute? Für jeden Bundesliga-Fan, ich glaube, schlägt jetzt das Herz ein bisschen höher bei FIFA. Früher musste man das sich immer reinpatchen. Das ist ein Quatsch. Aber jetzt läuft das hier besser. Kommen wir mal überhaupt zum Spiel. Spiel läuft relativ flüssig. Auch die Kombination, das One-Touch-Football ist verbessert worden. Sprinten, muss ich sagen, ist ein bisschen schwieriger geworden. Hier, das ist jetzt Sprinten. Sieht relativ seltsam aus. Auch das Tackling hat sich verbessert. Also ihr könnt jetzt mehr den Gegner ziehen. Was ich zurzeit kritisieren muss, ist den Schiedsrichter. Ich hoffe, dass das in der Vollversion anders ist. Der Schiedsrichter lässt sehr wenig durch. Also da könnt ihr einfach nur ein bisschen mit dem Gegner zusammenstoßen und schon gibt es einen Freistoß für euch, gegen euch, whatever. Also der ist da relativ kleinig und ich wurde zum Beispiel im Strafraum vorhin weggecheckt und der Schiedsrichter hat einfach weiterspielen lassen. Und da ist es 1:0, Pierre-Emerick Aubameyang. Ich spiele hier übrigens auf Profi. Habe ich jetzt einfach mal so eingestellt, weil ich muss mich natürlich erstmal ein bisschen einspielen.
ist natürlich gefühlt alles ein bisschen anders. Aber Sommer sieht da nicht gut aus. Eigentlich sind die Torhüter in dieser Demo relativ stark, also machen nicht so viele Fehler. Auch die KI hat sich wahnsinnig viel verbessert. Auch hier Jan Sommer zum Beispiel sieht wie ein Real Life aus. Und jetzt sieht man auch schon zum Beispiel das hier. Das ist auch wie im Real Life. Meistens steht da noch die Toranzahl, wie viele Tore Aubameyang jetzt geschossen hat. Aber das ist dann natürlich hier im Testspiel nicht möglich. Ich habe es noch nicht ausgeprüft, aber in Freundschaftsspielen bzw. Testspielen bzw. auch im Karrieremodus soll es jetzt möglich sein, mehr als 3 Wechsel zu machen, dass man ein bisschen mehr Freiheit hat und einige mehr Spieler testen kann. Das freut mich allerdings. Es gibt so viele Neuerungen. Nein, dieses Footed-Draft-System für Ultimate Team ist ja ganz groß in der Rede. Ich denke mal, davon haben die meisten schon was mitbekommen. Wer es noch nicht weiß, auch das Wechsel, muss ich sagen, ist etwas schlechter geworden gefühlt. Oh, Doppelpack Aubameyang. WTF? Okay, keine Ahnung, aber irgendwie es geht das ein bisschen relativ einfach. Ach so, doch, ja, okay. Weil ich habe das Spiel nämlich neu starten müssen, weil mein dämliches Elgato rumgespackt hat. Da musste ich die PlayStation 4 neu starten. Und ja, jetzt fällt es mir ein. Ich habe zwar die Kommentatoren und sowas ausgemacht, aber doch nicht auf Profi. Jetzt spielen wir leider Halbprofi. Okay, das wusste ich nicht. Sonst hätte ich jetzt mit dem Gegner ein bisschen mehr gespielt. Ah, okay. Ich habe nämlich alles schon eingestellt, meine Statistiken, meine ganzen Einstellungen. Nur halt, das habe ich jetzt leider vergessen. Es gibt auch eine coole Neuerung. Und zwar gibt es nach dem Spiel nämlich die Spielhöhepunkte. Die sehen relativ geil aus, auch mit Kommentatoren. Das werde ich euch aber am Ende des Videos erst zeigen können. Ja, Footed Draft, guckt euch einfach mal im Internet an, falls euch das interessiert. Ein neues FIFA Ultimate Team System, wo man 300 FIFA Points oder 15.000 Coins bezahlen muss. Und dann bekommt ihr eine Mannschaft zugelegt, wo ihr auch geile Spieler bekommen könnt. Jetzt hier in der Demo ist zum Beispiel auch das Draft-System drin. Zumindest eine Demo davon. Und ich habe gleich mal am Anfang Sergio Kun Agüero gezogen. Also das war schon episch. Als ich da plötzlich den Agüero als Kapitän vor allen Dingen hatte. Da könnt ihr auch geile Spieler ziehen. Wie zum Beispiel ein... Was macht Mats Hummels eigentlich da vorne? 68, ja, das ist so cool. Ich verstehe nicht, warum da überhaupt Bundesliga.com steht. Eigentlich ist es ja Bundesliga.de und nicht Bundesliga.com. Das ist Deutschland. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen verwirrt macht, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, dann gibt es halt diese neueren im Karrieremodus, dass du jetzt zum Beispiel deinen Spieler deutlich besser trainieren kannst. Oder diese Testspielreise gibt es jetzt auch. Also müsst ihr euch so vorstellen, zum Beispiel die Bayern, die haben doch eine China-Reise gemacht und zum Beispiel auch Real Madrid hat auch Auslandsreisen gemacht nach Asien und da haben sie doch an Turnieren teilgenommen, haben da gegen Paris Saint-Germain und whatever gespielt, ne? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich versuche jetzt hier drüber zu labern, weil ihr hört, dass die DFB, also die Bundesliga-Musik im Hintergrund spielt. Ich hoffe, das kann man später irgendwie ausstellen, weil sonst muss ich den Ton komplett ausschalten, weil ich glaube, dass der Deutsche Fußballbund denn kommen wird und sagen, ich sperre das Video. Ich hoffe, dass der DFB ein bisschen chillt, weil man benutzt ja hier sozusagen die Overlay-Grafiken der Fußball-Bundesliga. Ich hoffe, dass mal dann nicht irgendwie die DFB kommt und sagt, ich sperre das Video. Dann kann ich ja kommen, ich habe EA-Rechte. Aber okay. Ich habe auch Ginter jetzt als Rechtsverteidiger gestellt, wie im Real Life. Spielt er auch bei Dortmund. Weil Piszczek ja noch ein bisschen angeschlagen ist. Hier, da sieht man zum Beispiel auch im Fokus. Also da reden die Kommentatoren auch jetzt über diesen Spieler generell. Also diese Auslandsreisen. Also man kann jetzt zum Beispiel eine Auslandsreise nach China machen und kann da an einem Turnier teilnehmen. Und wenn man das gewinnt, kann man sogar richtig viel Kohle absahen. Also da war zum Beispiel ein Turnier, da hast du gesehen, Borussia Dortmund. Und wenn du das Turnier gewonnen hast, dann kriegst du irgendwie so an die 10.000 Euro Erlöse.
Also von dem Turnier kriegst du 10 Millionen Euro und kannst damit halt neue Spiele einkaufen. Das ist schon geil, weil jetzt zum Beispiel jetzt Vereine wie zum Beispiel Werder Bremen, die haben jetzt nicht so viel Transfererlöse und irgendwann kommst du halt zu dem Punkt, wo du irgendwie Geld brauchst, dann musst du meistens diese Finanzspritzen einsetzen. Aber wenn man so machen kann, dass du wirklich an Turnieren teilnehmen kannst und dann wirklich auch ein bisschen Geld dazu verdienen kannst, dann ist das schon relativ episch, muss ich sagen. Ja, dann wie gesagt, du kannst Spieler trainieren, Woche für Woche. Und du kannst jetzt zum Beispiel Stammspieler trainieren, damit die besser werden, oder deine Jugend trainieren, dann wirst du als Jugendzentrum bekannt. Und dann kommen halt große junge Talente auch zu dir. Zumindest hat das EA jetzt so gesagt, soll das angeblich ablaufen. Welche Mannschaften ihr in der Demo habt, kann ich euch, wie gesagt, nach dem Video zeigen. Wie gesagt, schade finde ich, dass die Damenmannschaft nicht dabei sind. Aubameyang, kein Abseits. Boah, schön. Auch neue Jubel gibt's. Hatte ich schon einige gesehen. Zum Beispiel so einen lustigen Tanz von Cuadrado. Weil ich mit Chelsea gespielt habe, ein cooles Tor mit Cuadrado geschossen. Und hier Pierre-Emerick Aubameyang. Das wird wahrscheinlich dann so cool. Entschuldigung. Ich finde das so cool mit den Overlay-Grafiken. Auch da unten die Anzeigen, wo der Spieler ist. Also sieht schon relativ geil aus. Das ist jetzt für die Bundesliga so ein bisschen angepasst. Da, ich habe ja schon vorhin gesagt, beste Premier League ist weiterhin drin. Also wenn ihr sagt, oh, ey, jetzt ist die beste Premier League wohl tot. Nein, nein, nein. Beste Premier League ist immer noch drin. Und was gibt's noch Neueres? Spielengine wurde natürlich wieder ein bisschen geändert und die Spielerintelligenz wurde ein bisschen verbessert. Merkt man auch an manchen Szenen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel relativ ein bisschen abgeschwächt wurde in Sachen Schnelligkeit. Also das Spiel fühlt sich jetzt so in den ersten Momenten. Ich habe jetzt, ist jetzt das vierte Spiel, was ich spiele. Jetzt so. Und es fühlt sich eigentlich relativ langsam an als früher. Also es ist nicht mehr so tempobedingt, wenn ihr FIFA 15 gespielt habt. Ihr müsst das euch vorstellen, ein bisschen langsamer. Ist jetzt kein Kritikpunkt, überhaupt gar nicht. Weil ich fand FIFA immer viel zu schnell. Weil das Mittelfeld größtenteils sehr schnell überbrückt wurde und du wenig Zeit hattest zu kombinieren. Deswegen finde ich das so ein bisschen gut, weil es fühlt sich halt, wie gesagt, an ein bisschen langsamer. Ich würde es sehr befürworten, wenn das Spiel tatsächlich ein bisschen langsamer wird und dass du ein bisschen mehr Kombinationsfreiheit im Mittelfeld hast. Weil in Ultimate Team vor allen Dingen, da wird das Mittelfeld immer, wurde das Mittelfeld früher immer großzügig überbrückt. Ja, Strafstoß, oder? Ah, come on. Was soll ich machen? Ich habe versucht, den Typen zu halten und den schubst er mal zu Hummels den um. Ich habe eigentlich auf Halten gedrückt, dass er ihn so hält. Am Trikot so ein bisschen. Nicht, dass er ihn umruppt. Oh, Stindel. Aber wir sind schon in der Nachspielzeit. Sie ist auch sehr cool. Jawohl! Also man hat jetzt nicht mehr so ewig Nachspielzeit, sondern man, ihr könnt es da links oben sehen, ist tatsächlich die Nachspielzeit eingeblendet und wenn die Nachspielzeit auch vorbei ist, dann ist die auch wirklich vorbei. Also ihr könnt nicht mehr sagen, ja, den Schiedsrichter lässt 5 Minuten Nachspielzeit geben. Habe ich auch schon öfters gesagt. Und da könnt ihr dann sehen, ah, okay, so lange geht das. So, jetzt möchte ich euch nochmal die neuen coolen Höhepunkte zeigen und ich muss darüber labern, das ist zum Kotzen. Also hier geht er auf Spielerzusammenfassung. Da sieht ihr erstmal das Endergebnis, was relativ cool ist. Und ich hoffe, dass die DFL nicht mein Video spielt. Video sperrt. Hier seht ihr dann erstmal noch ein paar Einblicke und dann beginnt das Spiel. Eigentlich labern hier noch die Kommentatoren. Also hier hört ihr jetzt zum Beispiel die Sounds und da labert jetzt zum Beispiel der Kommentator. Hier ist es der Englische. Später im Spiel werden es der Wolfuß und Hansi Küpper sein. Also hier dann Aubameyang! Goal! Beautiful goal! So ein Scheiß labern die halt. Ist relativ geil. Auch vor allem mit den
direkt diesen Stadion-Sound, das hört sich schon relativ geil an. Das ist jetzt nicht nur bei Toren, sondern auch bei wirklichen Großchancen. Gibt es denn wirklich diese Soundkulisse? Hört das? Richtig, die Soundkulisse sind hier. Da seht ihr das? Ah, schade. Okay, ich habe gedacht, hier haben sie auch die Soundkulisse. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich viele Tore geschossen habe. Animationstechnisch sind die Spieler jetzt auch besser geworden. Ja, das war die letzte Chance des Spiels. Okay, den Elfmeter haben sie mal wieder nicht gezeigt. Das macht EA selten eigentlich, den Elfmeter zeigen. Nö, die haben den Elfmeter nicht drin. Aber es sieht halt schon relativ geil aus. Hier hast du halt noch die Statistiken. Sieht eigentlich wie immer aus und... Ach ja, stimmt! Den hat er doch daneben geballert, der Honk. Stimmt. Den habe ich doch gehalten, den Strafstoß habe ich schon wieder vergessen. Dass ich 3-0 gewonnen habe, nicht 3-1. Hier, ich finde das sieht zwar relativ konstant wie letztes Jahr aus, habe aber das Gefühl, es sieht besser aus. Keine Ahnung warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es sieht besser aus als früher. So, hier sind jetzt halt die Frauenmannschaften, die sind jetzt in FIFA 16 auch noch dabei. Ich denke mal, das wird jeder wissen. Also hier aus Australien, Brasilien, Kanada, China, England, Frankreich, Deutschland, Italien, Mexiko, Spanien, Schweden und USA. Leider kein Japan. Was ich nicht verstehe, warum die Japaner nicht dabei sind, das hätte ich eigentlich besser gefunden. Also hier, ihr könnt hier nur... Oh! Was? Ey, ich hab doch die ganze Zeit hier rumgeklickt und nichts passiert. Also, ich hab... Toll, ey. Dann hätte ich euch das hier natürlich gezeigt. Okay, dann werde ich das privat schicken. Nein, Spaß. Genau, das zeige... Genau, ich werde euch... Ich werde nämlich das Let's Play zu FIFA 16 erklären. Und da werde ich dann USA gegen Deutschland spielen. Also, ihr seht dann USA gegen Deutschland im Hintergrund. Ich werde ein bisschen labern. Also, okay, ich werde nicht im Hintergrund dazu labern. Also, das nachkommentieren. Also, schon so richtig kommentieren. Wann Part 0 kommt, könnt ihr euch in meinen Videos reinziehen. Wenn ihr das Spiel übrigens vorbestellen wollt, geht einfach unten in die Videobeschreibung und bestellt es euch bei Amazon vor. Ich habe übrigens die normale Steelbook-Edition vorbestellt. Werde ich dann übrigens beim Release unboxen. Also ja, Paris, Real Madrid, Riva da Plata, Settlers Sounds, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, FC Barcelona, FC Chelsea, Inter Mailand, Manchester City und dann halt Deutschland und USA, was ich verkackt habe. Ja, dann könnt ihr euch hier die aussuchen. Hier könnt ihr euch ansehen, ob ihr sehen wollt, wie die Mannschaften aussehen oder halt, wie das hier aussieht. Ja, hier nochmal bei Team Management kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Das ist eigentlich im Grunde das, was ihr habt. Hier nochmal vielleicht... Wenn ihr die Einstellungen sehen wollt, hier habe ich jetzt zum Beispiel, der Kommentator auf Englisch ist halt gesetzt. Ach ja, stimmt, eine Neuerung gibt es noch, und zwar bei den Wetterveränderungen. Und zwar gibt es jetzt rieselig und neblig, also so ein bisschen Regen, also nicht mehr so ein starker Regen wie früher, sondern so ein bisschen Nieselregen. Und neblig gibt es jetzt auch als neue Wetterveränderung. Aber das seht ihr dann halt später in meinem Let's Play zu FIFA 16. Ich hoffe, ihr bleibt bei meinem Kanal dabei. Seht dann später da auch das Let's Play zu FIFA 16. Ich würde mich freuen, weil das hier ist... Ich hoffe, es wird wieder ein besseres FIFA, weil FIFA 15 hat mich großartig, mega enttäuscht und fand ich wirklich schlecht und fand ich persönlich als einer der schlechtesten FIFAs. Die anderen FIFAs fand ich rundum immer okay, aber den Titel letztes Jahr fand ich schlecht, weil er mir ein bisschen zu sehr auf Bugs ausgelegt war, vor allen Dingen im Online-Modus. Und vor allen Dingen darum, es ging eigentlich nur die schnellsten Spieler ever zu haben, anstatt ein bisschen mehr auf Kombination zu legen. Ich bedanke mich jedenfalls für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns bei Part 0 wieder. Ciao!